niedrig. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause in meinem neuen Büro und meinem neuen Studio. Ich habe mir ein eigenes Zimmer eingerichtet oder einrichten können. Und und jetzt lege ich einfach mal los mit dem ersten Video in meinem neuen Büro. Heute starte ich einfach mit einer Reihe. Ich habe hier einige Liquid Lipsticks, die ich austesten möchte. Und da würde ich euch gerne einfach mal mitnehmen. Ich habe sehr kleine Lippen oder sehr schmale, kleine Lippen. Und bei mir ist es immer sehr wichtig, den passenden Lippenstift zu finden. Und das ist bei mir immer sehr schwierig. Ich bevorzuge da doch diese Long-Lasting Liquid Lipsticks, weil ich finde, dass die am besten halten. Aber nicht jeder Long-Lasting Liquid Lipstick verspricht auch das, was er hält. Hält auch das, was er verspricht, genau. Der erste Kandidat, das ist der Manhattan Stay Matte Lip Color. Liquid Lip Color, genau. Und das ist die Farbe 610 Upper East Plum. Und ich habe mich für diese Farbe entschieden, weil ich finde, dass sie sehr, sehr gut zu dieser Jahreszeit passt. Ich werde den heute ganz lange tragen, beziehungsweise ich werde mal sehen, wie lange der sich tragen lässt. Und mal schauen, wie lange ich den drauf haben werde. Der Applikator, das ist so ein abgeflachter Applikator. Und der riecht auch ganz angenehm. So, dann tragen wir das Ganze mal auf. Dunkle Farben sind natürlich sehr tricky, was den Auftrag angeht. Und deswegen nehme ich mir einen Q-Tip zur Hilfe. Was ich bei diesem Lippenstift an erster Stelle machen würde, ist, ich nehme mir einen Lip Liner zur Hilfe. Habe ich denn eine passende Farbe? Ja, ich habe hier zum Beispiel von Trend It Up einen Contour and Glide Lip Liner in der Farbe 475. Da ist keine Farbbezeichnung drin, aber ich denke, das wird wohl derselbe sein. Von der Farbe her wird das so passen. Und dann werde ich da mal ein bisschen nachzeichnen. Zuerst machen sollen. Dann gehe ich noch mal mit dem Liquid Lipstick nach. Sagen, der ist doch ein bisschen schmierig, also der ist nicht sehr gleichmäßig, aber ich glaube, das Problem besteht bei allen dunkleren Liquid Lipsticks. So, also der Auftrag ist schon eine Kunst für sich, muss ich sagen. Aber wenn man da so ein bisschen Übung mit reinbringt, dann dann kriegt man das schon hin, denke ich. Ich weiß, dass langanhaltende Liquid Lipsticks austrocknen können, also austrocknen auf den Lippen sein können. Aber vom Gefühl her ist es okay. Also die kleben nicht zusammen und Tragegefühl ist also in Ordnung. Der soll übrigens bis zu 24 Stunden Halt geben und kussfest sein. Das mit dem Kussfest werde ich an einem Glas austesten
Und 24 Stunden halt, ja, so lange brauche ich nicht. Es reicht mir schon, wenn er vielleicht so den Tag über hält für 7 Stunden. Das wäre optimal. ja, schauen wir mal. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Ja, es sind jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, 5 Stunden sind schon um. Und ja, jetzt wollen wir uns mal das Ergebnis anschauen von diesem Manhattan Stay Matte Liquid Lipstick. Und ja, ich komme mal näher ran. So, das ist das Ergebnis. Und ja, man sieht hier in der Mitte, dass das schon doch abgetragen ist. Ja, man kann da jetzt auch nicht hingehen und dann nochmal drüber gehen. Ja, könnte ich eigentlich, aber dazu habe ich keine Lust. Eigentlich sollte dieser Liquid Lipstick 24 Stunden halten. Und ja, ich habe getrunken, ich habe gegessen, muss man dazu noch sagen. Und ja, das hat dieser Liquid Lipstick nicht so gut ausgehalten. Und von daher würde ich mir den hier nicht nochmal nachkaufen, beziehungsweise werde ich den weggeben. Aber muss dazu sagen, es ist auch eine ziemlich dunkle Farbe. Ja, also eine ziemlich dunkle Farbe. Ich kann mir gut vorstellen, dass hellere Farben, wie zum Beispiel so ein Rosenholz oder so Nude-Farben, dass die vielleicht ein bisschen besser halten, beziehungsweise nicht so ausgeprägt, schlimm abgetragen aussehen wie diese Lippen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.